Das ist eigentlich eine gute Taktik hier. Okay, okay, Highlander, lass dich nicht erwischen jetzt. Lass dich jetzt nicht mehr erwischen. Das ist jetzt, wäre jetzt sehr blöd. Ich glaube, ich gehe mal meine Taktik verfolgen. Aber zwischendurch speichern. Schwert, komm, komm, Schwert, 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 Schwert. Nein, zu langsam. In der Ecke bleiben. Bogen, 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 Bogen. Zack, sehr gut. So. Halli, hallo. Fuck. Ja, gut. Ich habe ja gesagt, speichern ist wichtig. Ich denke, ich habe ihn erwischt, ne? Rein wieder da. Nimm das Schwert. Wow. Er hätte jetzt mit dem Bogen. Ja, komm. Fall, du hässliches Tier, du verdammtes. Könnte ich jetzt Punkte? Danke. 3. Sehr gut. Giftwiderstand braucht ein Schwein mehr. Echt, echt. Ich überlege schon, wie ich meine Bogenfertigkeit ausbaue, aber das 2 Fertigkeitspunkte sind viel. Mal ehrlich, das nehmen wir doch. Jetzt können wir wenigstens Bogen schießen und kämpfen. Ich weiß, ich habe mich vorher die ganze Zeit aufgeregt, warum ich Bogenschießen ausgebaut habe, aber jetzt kann ich sie ja verwenden. Es ist doch was Gutes, oder? Ehrlich, ist was Gutes. Vielmal ist was Gutes. Mein Gott, ist das anstrengend hier. Gut. Optional Bade mit irgendwas von Interstellar. Und was war das? Ja, ja, das wollen wir. Wir wollen dieses komische Dämonenteil weghaben. Das nützt mir nichts und es nervt mich nur. Muss ich. Go ahead and jump, I'll follow! Go ahead and jump, okay. Up. Hat er funktioniert. Und du? That was close. Okay, jump, Percy! Ah, the bridge! Are you alright? I'll try to find another way through. If I can, I'll run around and meet you just up the street. If we didn't need him, I'd tell him to just keep running. And stay where you are, you pedant. Yeah. Und rein ins Feuer, gut. Okay, die Stacheln und jetzt können wir das da verwenden. Komm, 3. Haut ab von mir, nervt den anderen. Stirb! Stirb einmal, stirb du! Nein! Nein! Das gefällt mir gar nicht! Ey Leute, ich muss das schaffen! So. Springen. Das kennen wir ja schon, dann gehen wir gleich mal weiter. Stop.
Stirb, du hässlicher Ghoul. Stirb, stirb, stirb. So. Habe ich gespeichert. Wenn es euch auffällt, durch das Bogenschießen-Upgrade kann ich jetzt ranzoomen, ohne dass er zittert. Ist das geil, ne? Ja, es ist geil. Na komm. Headshot. Headshot. Okay. Nächster Schuss wäre garantiert für Sache. Dafür, dass wir das gemacht haben, kriegen wir Drachenhornbogen. 8 plus 16 gegen Untote. Okay, das nehmen wir mal. Dann haben wir Drachenzahndolche. 7 plus 14 gegen Untote können wir nicht verwenden. Drachenknochenstab. 7 plus 14 gegen Untote können wir auch nicht verwenden. Und Drachenklauenschwert. Schaden 9 plus 18 gegen Untote. Scheiße, wie geil. Jetzt können wir das alles verwenden. Ey, yeah, Leute. Das ist ja mal geil. Also jetzt machen wir viel mehr Schaden. Haben dafür keine Dämonenform mehr. Funktioniert nicht. 4 Fertigkeitspunkte haben wir mittlerweile wieder. Und wir können die geilen Sachen verwenden. Also echt. Wenn das nicht cool ist. Das hat sich richtig gelohnt. So, ich mache hier mal kurz einen Quick Save. Bin in ein paar Sekunden, ein paar Minuten, bin gleich wieder zurück. Ich habe gerade gemerkt, dass ich vorher unabsichtlich irgendwie die Aufnahme beendet war. Ich habe keine Ahnung, wie viel da fehlt. Das muss ich jetzt mal kurz machen. Vielleicht habt ihr das schon mitgekriegt durch den Schnitt und ich habe was erzählt. Aber, ich schaue mir das mal kurz an. Bis bald. So Leute, nur mal kurz wieder da, um zu beweisen, dass ich ein Vollidiot bin. Nein, Scherz. Nicht Scherz, ich bin ein Vollidiot. Also. Ich erkläre euch kurz. Ah, verdammt. Ich war ernsthaft zu schlau. Na komm schon. Okay, den muss ich kurz fertig machen. Ich war ernsthaft zu schlau, die Aufnahme irgendwie unabsichtlich zu beenden. Ja, und das zeige ich euch jetzt, was passiert ist. Also, ihr habt ja anfangs gelesen, optional badet im Wasser der Pipapo, bla bla. Ah, da gab's was, ne? So, hier sind Pilze. Ja, Nahrung. So. Um diesen Dämon, den wir haben, zu töten. So, die Aufnahme, die letzte, wo der Fehler ist. Also Kuchen. Warum habe ich Kuchen liegen lassen? Endet da vorne. Ja, hier in dieser Gasse. Ich habe hier noch 2, 3 Ghule getötet. Nichts Besonderes. Dann geht's hier rauf. Zack, ich bin hier rauf. Ich zeige euch das einfach auch, wenn es euch nicht interessiert. Es tut mir leid, ich will euch da nichts verpassen lassen. Dann ging es da die Treppe rauf zu dieser Kirche. Diese da. Da hat uns schon unsere innere Stimme, die ich ja getötet habe jetzt. Also unser kleiner Begleiter. Kam. Die Dämonenform von uns quasi. Also diese, wie nennen. Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt. Sagt mir gesagt, das ist eine blöde Idee, bla bla. 2 Ghule tauchen auf, klettern hier rauf. Können aber nicht in die Kirche, ich bin hier drin gestanden, hab sie mit dem Bogen gekillt, okay, erledigt. Und dann bin ich hier rein. Woraufhin diese komische Dämonenform
durchgedreht ist, lauter brennende Spuren, die gezogen hat. Scheißegal, ich spring hier rein. So, dann kommt eine kurze Zwischensequenz, bei der er dann mittig wieder einsteigt. Und, ja, und die Dämonenform ist im Arsch, ne? Die Dämonenform ist weg und so weiter und so fort. Wir haben dann noch diese Waffen gekommen. Und das seht ihr dann eigentlich, habt ihr dann eigentlich eh schon wieder gesehen. Also nicht so viel verpasst. Schade, dass ihr es verpasst habt. Tut mir außerordentlich leid. Ich habe mich einfach beim Quicksaven verklickt. Soll ja mal passieren. Und ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht zu übel. Wir gehen jetzt auch gleich weiter. Frisch gestärkt mit neuer Rüstung, die übrigens auch, wir haben diese Rüstung, Schattenstahlrüstung, Lebenspunkte um 10 erhöht, Zähigkeit 3 erfordert die und Rüstungsgrad bekommen wir plus 4. Die habe ich gefunden, oben vor der Kirche, auch geiles Ding eigentlich. Da geht's echt ab, jetzt gerade. Give me a sword, I can fight. You'll get a chance to prove your valor soon enough. And if you hold still and let me heal this, you might even live to tell them. Der will ein Schwert, weil er denkt, er kann kämpfen, aber der Magier sagt, er soll einfach ruhig bleiben. Verdammter Magier, komm schon, stell dich mir in den Weg, weißt du? Ernsthaft, hey, komm. Ach komm. Sind Ghoul eigentlich Untote? Gegen Untote macht dieses Schwert noch mehr Schaden. Aber das wisst ihr. Okay, es schaut aus, als wäre es ein geheimer Bereich. Ja, ja, du bist mir egal da draußen. Ring des Phoenix, der ist geil, wo ist er? Ring des Phoenix? Lebenspunkte? Ah. Sollte eure Lebenskraft einmal den Wert 0 erreichen, verhindert dieser Ring euren Tod und regeneriert alle Lebenspunkte. Danach zerbricht der Ring. Ich weiß nicht, ob ihr das nicht schon kennt, weil ich den, glaube ich, schon mal gehabt habe. Und auch schon mal verschwendet habe. Aber das ist ein geiles Teil. Das sehe ich mir, glaube ich, auch für den. Ey! Ist das dein Ernst, du Arsch, hä? Du bist doch ein Guter eigentlich. Warum zur Hölle hast du mich angegriffen? Kenne ich keine Gnade, wenn mich ein Angriff, wenn mich einer angreift, dann so richtig. So. Wieder voll geheilt, das könnte ich übrigens öfter mal machen zwischendurch, wenn ich Lebensenergie habe. Könnte ich mal sagen, dass ich meinen Mana auch in Lebenspunkte umwandeln kann, ein wenig. So. Gut, gut, gut. Ich weiß nicht, ob man für die ganzen Türen, die es hier gibt, die so abgeschlossen sind, Schlüssel finden kann. Wäre eine geile Sache, weiß ich aber leider gar nicht. Würde ich aber schon fast annehmen, ehrlich gesagt. So. Alter, wie ich die gerade wegmetzle eigentlich. Das ist ja nicht feierlich. Das ist echt, diese Waffe ist göttlich, gottesgleich.